Ein herzliches Willkommen euch zur Pressekonferenz, zu einer schweißtreibenden noch dazu, vor unserem DFB-Pokal. Erstrundenmatch Montagabend 18.30 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg. Herzliches Willkommen auch unserem Chefcoach Peter Vollmann. Peter, wir wollen nochmal ganz kurz, aber wirklich in der gebotenen Kürze auf das WV-Pokal-Ausscheiden in Ravensburg eingehen. Ich glaube, für Abtrauern und für allzu viel Fehleranalyse bleibt keine Zeit. Die Blicke sind schon wieder auf den Club gerichtet, oder? Ja, das ist sicherlich richtig. Aber ich denke, so keine Niederlage ist halbwegs erträglich. Aber man muss auch hier lernen, die Dinge dann auch in irgendeiner Form abzuarbeiten, abzutrainieren. Und ja, ich habe das der Mannschaft auch gesagt vor dem Spiel, wir können, da gibt es so die Wahl, gewinnen oder zu blamieren. Und wir haben die Wahl blamieren getroffen. Und das ist für keinen angenehm und auch absolut ärgerlich für alle. Und das ist nicht nur eine Niederlage für den Verein, sondern eben für uns alle. Und auf dieser Basis muss man auch eben wieder aufbauen und muss versuchen, dass solche Dinge, wenn sie irgendwie von vornherein klar sind, doch nicht klar sind. Und ich glaube, das ist so dieses, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können, dass man alles sehr, sehr ernst nehmen muss. Insofern gar nicht schlecht, dass in drei Tagen schon wieder ein großer Gegner in der Scholz Arena zu Gast ist, wo die Mannschaft mit Sicherheit auch wieder das zeigen will, was sie auch wirklich drauf hat, was sie auch in der Vergangenheit schon bewiesen hat. Ist es ein Vorteil, dass es gleich wieder ernst wird und zur Sache geht? Ich glaube, den Club wird niemand unterschätzen. Nein, das auf keinen Fall. Und ich glaube, dass wir trainieren ja alle, um zu spielen. Und umso häufiger wir spielen können, umso schöner ist das für die Spieler. Und insofern haben wir dazwischen auch jetzt genügend Zeit, die Dinge abzuarbeiten, auch die nötige Frische wieder zu bekommen, die wir auch in diesem Spiel brauchen. Und die Dinge sind heute Morgen nochmal endbesprochen worden und wir können nicht mit dem Trauerflor in Anführungsstrichen im Kopf auf den Platz gehen, sondern müssen sehen, dass wir da so schnell wie möglich frei werden und versuchen dann gegen Nürnberg ein gutes Spiel hinzulegen. Dann kümmern wir uns doch auch mal um den Gegner, um den Club, der ja in der Vergangenheit keine allzu guten Erfahrungen mit Erstrundenpartien im DFB-Pokal gemacht hat. Wie schätzt du die Chance für deine Mannschaft ein am Montagabend? Ich denke, Pokalspiel ist immer für mich wie ein Boxkampf gegen den Favoriten. Darfst du keine Angst haben, musst 12 Runden stehen und zwischendurch immer wieder deine Chance auf K.O. suchen. Und das ist, denke ich mal, die Möglichkeit und die Variante, die für den Boxer, der eigentlich unterlegen erscheint, eine richtig gute ist. Und die werden wir auch versuchen zu nutzen. Dann hoffen wir mal, dass das ein heißer Fight wird. Nicht nur, was die Temperaturen angeht. Und schauen wir kurz auf die personelle Situation. Da gab es ja auch das ein oder andere Fragezeichen noch. Wie sieht es da aus für Montag? Ja, ich denke, dass, ich sage jetzt mal den Oliver Barth, den Fabian Männig, beide Innenverteidiger sind etwas angeschlagen, sehe aber im Moment keine Probleme für Montag. Matthias Morris hat einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, sehe ich aber auch keine Probleme. Wir haben eine gute medizinische Versorgung und ich glaube, dass die das bis Montag alle hinbekommen. Und dann wird, vielleicht auch noch eine kleine Info, Sebastian Neumann wird am Montag auf jeden Fall auf der Bank sitzen. Wenn er nicht sofort gebraucht wird, wird er das erste Mal nach seiner Verletzung wieder auf der Bank sitzen. Prima, und in der Boxsprache zu bleiben, gehen wir in Runde 2. Ja, das Wort, bitteschön. Ohne Sie jetzt ärgern zu wollen, aber muss ich auch noch eine Frage zum Verbandspokal stellen. Wir haben uns ja vorher unterhalten und Sie haben gesagt, das ist für mich wie DFB-Pokal. Wie wollen Sie denn jetzt mal ganz naiv gefragt gegen eine Mannschaft wie Nürnberg gewinnen, wenn Sie gegen einen Oberligisten verlieren? Ich denke, es ist wichtig, dass die Dinge, oder es ist so, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, diese Spiele, und das werden die Spiele auch so bewerten, dass es völlig unterschiedliche Spiele sein werden. Und ich glaube, das ist auch für
uns als Hobbypsychologen schon erkennbar, dass man gegen Nürnberg anders motiviert wahrscheinlich ist, als das gegen die Ravensburger, was aber keine Abwertung der Ravensburger ist, eigentlich nur eine Abwertung für uns, dass uns das nicht gelungen ist. Und aber ich glaube, gegen Nürnberg wird sich die Spirale, die Motivationsspirale automatisch dann auch wieder nach oben drehen, weil wir natürlich wissen, wir spielen gegen eine erstklassige Mannschaft, spielen ja zu Hause, wir haben ein gutes Publikum und ich glaube, dass man sich auf so ein Spiel, und das sage ich jetzt mal einfach so salopp daher, mehr freut auf ein Spiel als auf ein Spiel in Ravensburg. Jetzt sind Sie ja, wie wir Sie kennengelernt haben, sehr ehrlich, haben das wahrscheinlich auch dann in der Mannschaft kommuniziert, dass das, die haben ja gerade das Wort Blamage genannt, sind die Spieler einsichtig? Wissen die, was da jetzt schiefgelaufen ist oder wie schätzen Sie die Lage der Spieler da ein? Ja, also ich denke, dass da jeder genügend Einsicht schon nach dem Schlusspfiff gehabt hat. Also da hat, glaube ich, keiner 5 Minuten für gebraucht, das gab es zwar. Und das hat nach dem Schlusspfiff sofort in den Köpfen der Spieler stattgefunden, dass man sich eben, ja, ich sag so, blamiert hat. Und dann muss man, das sieht man schon daran, wie die Jungs dann vom Platz schleichen im Bus. Man muss ja da immer durch die Zuschauermenge gehen und so weiter. Und da sieht man das schon dran, dass sich da keiner wirklich wohlgefühlt hat. Und dass hier dieses Nicht-Wohlfühlen, wie gesagt, das können wir jetzt hier wieder mit auf den Platz nehmen und können zeigen, dass wir auch anders können. Und das wollen wir auch versuchen. Schluss mit der Quälerei meinerseits. Kann man da vielleicht dann auch dann jetzt durchaus Motivation, so eine Art Trotzreaktion damit gegen Nürnberg in die Partie nehmen? Also ich denke, wichtiger ist, dass wir einen guten Plan haben. Das wissen die Spieler auch. Also ich denke, wenn jede Motivation so einfach wäre, da kommt jetzt irgendeine Mannschaft und drauf wie die Löwen. Das ist sicherlich ein Teil des ganzen Konstruktes, aber ich glaube, wir haben und werden den Gegner noch gut analysieren, werden das der Mannschaft mitteilen. Wir selber müssen auch noch ein paar Dinge richtig ordnen, die wir besser machen müssen als in den vergangenen 3 Spielen. Und ich glaube, dass diese Sache völlig normal ist. Und wir müssen uns in den Zustand versetzen, dass wir den Glauben haben, gegen den Gegner auch gewinnen zu können. Und dass das nicht nur ein Spiel ist zum Verlieren. Und das, glaube ich, sollten wir uns alle ganz, ganz eng in den hinteren Karton, in unserem Gehirn, sollte man es da, wo Gewinn drinsteht, sollte man halt schnell mit ganz, ganz groß einpacken. Jetzt komme ich nochmal auf diesen Mittwoch zu sprechen. Sie haben gesagt, 3, 4 Ausfälle seien drin gewesen, die einfach nicht stattgefunden haben. Hat sich vielleicht der eine oder andere aus der Mannschaft gespielt am Mittwoch? Also dann müsste ich sagen, haben sich alle 11 rausgespielt und da wir so viele Leute nicht haben, muss man da also schon, denke ich, und da liegt ja auch der Schlüssel. Wenn man Defizite hat, wenn man Probleme hat, dann muss man auf die Mannschaft zugehen, mit ihr darüber sprechen und dann versuchen, welche Lösungen wir dann auf den Tisch bekommen, die wir den Spielern dann auch vermitteln können, auch der Mannschaft. Und gerne wäre ich aus diesem Dach geschossen und hätte wäre auf der Haut gefahren, aber jetzt ist die Situation eben so, wie sie ist und jetzt müssen wir uns ganz auf das Spiel da konzentrieren, was wir hier in Nürnberg haben und ich glaube, das Ding ist abgearbeitet und die nächste Frage vom Mittwoch. Keine Frage mehr vom Mittwoch. Was für Gegner erwarten Sie denn am Montagabend? Ja, das ist schwierig zu sagen. Den Nürnbergern ist es vielleicht am dem ersten Spieltag so gegangen wie uns am Mittwoch. Und im zweiten Spiel, Heimspiel, haben sie dann gegen Heidenheim gewonnen. Und ich glaube, da weiß auch nicht so hundertprozentig jeder genau, wo die Mannschaft steht. Und im Grunde genommen ist das ja bei uns ähnlich jetzt, wenn wir die Meisterschaftsspiele sehen. Also keiner weiß jetzt nach 2 Spielen genau, wo 100% stehen. Man muss einfach so die Dinge beurteilen. Der 1. FC Nürnberg ist eine Mannschaft aus der 2. Liga, die irgendwo im sehr guten Bereich da spielen kann. Und wir sind neu zusammengestellt. Also die Ausgangspunkte, wer jetzt wirklich die bessere Mannschaft ist,
hört sich jetzt blöd an, aber das wird man eigentlich nach dem Spiel dann auch erkennen können. Und ich glaube deswegen, das ist für beide Mannschaften eine weitere Standortbestimmung. Das ist nicht nur ein Pokalspiel, sondern auch eine weitere Standortbestimmung, wo man vielleicht jetzt im dritten Spiel dann steht. Also das denke ich schon, deswegen ist es auch in jeder Hinsicht ein wichtiges Spiel. Dann schon wieder auf die nächsten Spiele gesehen, für Nürnberg oder für uns Osnabrück. Also es sind ja immer wieder Dinge da. Und wir stehen vor Wochen und Monaten, in denen wir eben sehr, sehr, sehr oft kämpfen müssen um jeden Punkt. Und das geht jetzt genauso weiter wie erst im Beispiel auch. Markus Thiele und Jörg Mangold habe ich in Nürnberg gesehen. Ist das jetzt die neue Scouting-Abteilung des VfR? Und was ist der dann schließlich die Frage an? Konnten Sie Ihnen dann über 90 Minuten Nürnberg berichten? Ja, wir haben also beide Spiele ja auch gesehen von Ihnen. Und in Freiburg war es natürlich ein ganz anderes Spiel, ein komplett anderes Spiel. Die Mannschaft gegen Heidenheim ist die Mannschaft auch verändert worden, hat auf zwei, drei Positionen. Und ich meine, wir haben ja zumindest jetzt die Mittel, dass wir uns Nürnberg einmal gegen Freiburg angucken konnten, dann letztendlich auch gegen im Heimspiel gegen Heidenheim, sowohl auf Video, sowohl auch dann live. Und da kann man sicherlich das eine oder andere rausziehen aus diesen unterschiedlichen Spielen. Aber die Situation, wir müssen sehen, dass wir unsere eigene Strategie festlegen, wie wir den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen können. Trotz aller möglichen Videoanalysen wird es so sein, dass eben der Mensch, die Spieler hauptsächlich den Anteil daran haben, Schwächen und Stärken des Gegners aufzudecken. Und da haben wir sicherlich auch einige gesehen. Und aber im Spiel live wird man sehen, ob wir da wirklich drauf eingehen können oder ob das Spiel einfach strategisch so geführt wird, dass man so oder so den Gegner irgendwann auf dem falschen Fuß erwischen will. Und ich glaube, das ist mehr unser Plan als die andere Situation. Beschäftigen Sie sich damit, wer das Spiel pfeift? Bibiana Steinhaus ist hier nicht unbedingt willkommen, deshalb frage ich. Ja, natürlich beschäftige ich mich damit, wer das Spiel pfeift. Also da gibt es ja auch die Spieler, die Schiedsrichter unterliegen ja auch einer Datenbank, wo sie dann auch stehen und beurteilt gelbe Karten, rote Karten und gemessen werden. Und ich muss dazu sagen, ich habe mit Frau Steinhaus noch nie ein Problem gehabt und hoffe das auch nicht am Montag zu haben. Sie sitzen mit Thorsten Schulz, ist er einsatzbereit? Thorsten Schulz wird einsatzbereit sein, ist auch bereits wieder im Training, hat ja die Fußballer, aber er wird auf jeden Fall einsatzbereit sein. Kehrt Drexler und Klaus in die Startelf zu? Da gehe ich von aus. Habe ich richtig verstanden, dass falls Barth und Menig doch nicht spielen könnten, Neumann tatsächlich von Anfang an spielen könnte? Das ist richtig. Wenn einer von beiden nicht, dann müsste wirklich Sebastian von Anfang an spielen. Ich glaube auch, dass er das kann, aber es dann über 90 Minuten kann, ist die andere Frage. Aber unser Plan ist, dass er, wie gesagt, gegen Osnabrück wieder 100% fit ist und dann auch wieder eine echte Alternative für die Startelf. Im DFB-Pokal waren die vergangenen Jahre einmal der Torwartwechsel. Kehrt Bernhard zurück oder bleibt Schnitzler drin? Jetzt spielt Bernhard wieder. Tja, da gibt es noch zwei, drei organisatorische Hinweise zum Abschluss von mir. 6.500 Tickets sind zum jetzigen Zeitpunkt vergriffen. Der Vorverkauf läuft ja auch morgen den ganzen Tag über. Es ist möglich, auch noch Tickets online zu beziehen bis Montag. Montag haben wir Sonderöffnung im Fanshop von 10 Uhr bis 14 Uhr. Darüber hinaus gibt es ja auch die üblichen anderen bekannten Vorverkaufsstellen, sodass wir am Montagabend dann hoffentlich mit einer schönen Kulisse um die 8.500 Zuschauer hier rechnen können in der Scholz Arena. Das wäre schon der Top-Wert, wenn man mal die beiden Spiele im vergangenen Jahr zugrunde legt gegen Hannover und gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Wir brauchen natürlich auch jeden einzelnen Zuschauer, ich glaube, das spreche ich auch im Namen von Peter Hörmann und der Mannschaft, um das Unmögliche vielleicht nochmal möglich zu machen und wie in der Vergangenheit für eine Überraschung sorgen zu können. Wichtig ist auch der Hinweis aufgrund der geänderten Verkehrsführung.
die Baumaßnahmen hier direkt vor dem Stadionparkhaus schränken diese Verkehrssituation etwas ein. Die Zufahrt zum Stadionparkhaus wird also am Montag nur über die Mailandstraße möglich sein. So wie wir es ja auch schon kommuniziert haben in der Pressemitteilung, die euch zugegangen ist. Bis dahin, ganz herzliches Dankeschön unserem Coach und euch. Wir sehen uns dann am Montagabend hier gegen den Club. Bis dahin. Ciao.